Power BI Continuous Integration mit Daemon und Ubuntu Paketen. Wer mich nicht kennt, mich auch bekannt als Mika Gorko, aber das IT Consultant im Debian IT Forensic und Continuous Integration Umfeld, macht Drümmel Forensic Projekte und unter anderem auch dieses Jenkins Debian View, von dem wir heute reden werden. Und das ist unsere Agenda für den Vortrag. Ich möchte ein bisschen über Continuous Integration reden, Jenkins ein bisschen vorstellen, Debian-Paketierung, ein paar Grundzüge eingehen, ein paar Einheiten, die vielleicht zu beachten sind, Jenkins Debian View vorstellen, EC2 Autoscaling, relativ spannender Bereich, Camelio Lab Jenkins, das ist ein Projekt aus der Praxis, da werden wir uns anschauen, wie man so ein Setup nachbauen kann, ein paar Best Practices vorstellen und dann haben wir noch Zeit für eine Fragerunde. Wenn was unklar ist, bitte gleich fragen. Wenn ihr sonst spezifische Fragen habt, vielleicht fürs Ende von der Session aufpacken. Wer von euch verwendet ein Continuous Integration in irgendeiner Art und Weise schon? Ja, zwei Drittel. Wer von euch weiß, wofür das CD steht? Yay. Genau, Continuous Delivery ist das. Das wollen wir jetzt gleich klären in der Begriffsklärung. Also, Continuous Integration kommt aus dem Softwareentwicklungsumfeld. Also, das ist hoffentlich den meisten bekannt. Da geht es ja wirklich darum, dass man Änderungen, die Softwareentwickler zum Beispiel machen, möglichst schnell integriert in das Produkt. Continuous Deployment ist die Fortsetzung davon, wo man sagt, in dem Moment, in dem gewisse Qualitätskriterien positiv absolviert sind, schippt man das an den Kunden. Man liefert es in dem Moment aus. Dann wird es keinen großen, komplizierten Prozess mehr. Sondern in dem Moment, in dem man die Qualitätskriterien erfüllt, ausliefern. Und Continuous Delivery geht einen Schritt weiter, wo man dann sagt, okay, dieses Continuous Deployment, das ist eigentlich schön, aber wir würden das gerne im Business überlassen, die Entscheidung, wann geliefert wird. Das kann ja sein, dass man sagt, die Änderung an sich ist sinnvoll, aber ich möchte dir das mit dem nächsten Produktupdate verkaufen. Oder das Feature muss erst bei folgenden Kunden getestet werden, erst dann liefern wir es an den Rest raus. Das heißt, eigentlich reden alle zwar von Continuous Integration, alle wollen aber eigentlich Continuous Delivery. Das heißt, wir schauen uns das jetzt an, warum Continuous Integration, Continuous Delivery. Was kostet uns ein Bugfix, in welchen Schritten der Entwicklung? Also wir haben Requirements, Design, Code, Development, Accounting und dann im Operations. Das heißt, direkt beim Kunden schon vor Ort. Desto später wir in dieser Chain sind, desto teurer wird es, diesen Bugfix zu beheben. Continuous Integration, Continuous Delivery versucht jetzt in jedem einzelnen Schritt dieses Prozesses Hilfestellung zu geben und jedes mögliche Problem möglichst schnell zu beheben und auch möglichst schnell drauf zu kommen. Das heißt, da sind sehr viele Tests ein essentieller Bestandteil davon. Warum wollen wir das überhaupt? Wir wollen das nicht aus Marketinggründen, weil es cool klingt, sondern wir wollen unabhängig sein. Dieses System mit dem Please Do Not Touch, die Server, it is in production, keiner weiß, wem gehört der, warum ist es genau die eine Maschine, was ist, wenn wir den runterfahren, was funktioniert denn dann eventuell nicht? Und das ist ein klassisches Phänomen, irgendein Entwickler-Laptop, das ist die wichtigste Einheit von der Firma, weil darauf wird unsere Software gebaut. Das ist wirklich ein Anti-Pattern. Wer das in der Firma hat, bitte beseitigen. Das ist ganz wichtig, man möchte komplett unabhängig sein. Wenn ein Entwickler krank ist, wenn ein Entwickler der Laptop gestohlen wird, wäre das erste Mal, dann soll die Firma trotzdem weiter existieren können und man möchte die Software weiter an Kunden ausliefern können. Man möchte skalieren. Wenn man von einem Bildsystem momentan leben kann und die Kunden werden immer mehr, dann möchte man auf immer mehr Maschinen ausliefern können, man möchte immer schneller bauen können oder man muss vielleicht immer schneller bauen können. Das heißt, das Ganze soll auch skalierbar sein und nicht nur auf der einen Maschine, die momentan schnell ist, die nächsten 4 Jahre gebaut werden. Wir wollen das Ganze reproduzierbar haben. Das heißt, beliebig oft neu bauen und immer das gleiche Resultat bekommen. Wir möchten Vertrauen in unsere eigene Bildsoftware haben, in die eigene Bildumgebung, in die komplette Infrastruktur. Und das Ganze soll auch berechenbar sein. Das heißt, wir hätten gern Metriken, wir hätten gern Messwerte. Wie lange dauert es, wenn wir Software X kompilieren? Wie lange dauert es, wie lange der Prozess durchlaufen werden muss für Software Y von Entwicklung bis zum Kunden? Das kann man über Continuous Integration, über die ganzen Build-Pipelines, die wir uns anschauen, alles wunderbar integrieren und da hat man die Werte direkt zur Verfügung. Man muss nicht extra noch Logik aufsetzen, sondern das bekommt man alles mit so einer Pipeline mit, indem man weiß, wie lange dauert es durchlaufen von einer Phase in die nächste.
Ganz wichtig jetzt, wenn wir uns den Prozess jetzt anschauen, wie man sowas bekommt, ist Versionskontrolle. Es zählt immer nur, was eine Versionskontrolle ist. Also, weil es auf einer Entwicklermaschine liegt, ja, ich habe dort einen Batch vorbereitet und der könnte dann zum Kunden ausgeliefert werden, das zählt nicht. Es wird in Continuous Delivery zählt ausschließlich das, was reproduzierbar herstellbar ist, und das ist das, was aus der Versionskontrolle kommt. Die verteilten Versionskontrollsysteme sind wunderbar für sowas. Warum? Man kann offline entwickeln, man kann distributed entwickeln, also wirklich an verschiedenen Standorten, kann das ganze System ausnutzen, und man ist auch nicht von einem Server abhängig, sondern man kann das Ganze verteilen, das ganze Setup. Git ist ein wunderbares Tool dafür, und das wird auch ein essentieller Bestandteil von dem, was wir uns anschauen. Kann ich nur empfehlen, also kostet nichts, hervorragender technischer Workflow. Und wenn wir jetzt so in Continuous Delivery reingehen, das ist so die bekannteste Grafik, die es jetzt gibt, also Continuous Delivery. Da geht es immer um so Stages. Man sagt, hier haben wir das Delivery Team, die checken irgendwas in die Versionskontrolle rein. Es gibt dann einen Trigger, wir schauen uns den Bild an und dann laufen Unit-Tests drinnen. Funktioniert die Software eigentlich in sich so, wie sie glaubt zu laufen? Wenn das fehlschlägt, geht es sofort wieder zurück an den anderen. Da sagt man, das Delivery Team muss neu einchecken in die Versionskontrolle, einen Bugfix. Wenn der jetzt die Unit-Tests durchlauft, geht es weiter zu Acceptance-Tests. Wenn die Acceptance-Tests wieder fehlschlagen, geht es wieder sofort zurück ins Team. Das heißt, wir möchten einen ganz, ganz schnellen Zyklus haben. In dem Moment, in dem irgendwas nicht funktioniert, zurück an den Ursprung, der muss es fixen und dann geht es weiter. Die checken wieder ein. Jetzt bestehen es auch die Acceptance-Tests, es gibt User-Acceptance-Tests. Das heißt, wird das auch vom User, der das vielleicht bedienen muss, oder von unseren Testern, die dieses Testverfahren durchlaufen, akzeptiert. Wenn das akzeptiert wird, dann kann es released werden. Jetzt sind wir in dem Prozess Continuous Delivery, dass wir wirklich die Sachen durchfahren. Und was da ganz wichtig ist, ist, wir haben immer Bildartefakte. Das heißt, ein Bildartefakt ist das Resultat von einem Kompilierprozess. Das fertige Binary wird von einem Stage in den nächsten Stage geliefert. Das heißt, da wird nicht irgendwo neu kompiliert, sondern da ist wichtig, das wird weitergeschoben von einem Stage in den nächsten. Das heißt, jeder arbeitet mit dem gleichen Resultat. Man spricht nicht von, ja, welcher Bild war das und wo wurde der kompiliert und da ist eine andere Dependency drin. Da geht es wirklich um einheitliche Artefakte. So, Jenkins ist jetzt die Software, die wir uns anschauen werden. Ganz kurz, wer kennt Jenkins? Cool, fast alle. Wer hat von euch damit auch wirklich was zu tun? Okay, 4 Hände waren das jetzt. Jenkins hat sich den Namen gemacht, weil es so ein bisschen das WordPress der Continuous Integration Server ist, mit allen Vor- und Nachteilen. Es ist einfach zu installieren, es hat ein Webinterface, es hat eine große Community drumherum, ist Open Source unter einer MIT-Lizenz, und es gibt zwei verschiedene Arten von Releases. Die eine sind die öffentlichen, die wöchentlich gemacht werden. Das heißt, da ist mal Bleeding Edge, die neuesten Features mit allem drum und dran, was man haben möchte. Und die anderen sind so die öffentlichen LTS-Releases, Long-Term Stable Support. Das heißt, da schaut man nur das, was gut getestet ist, was gut abgehangen ist, kommt da rein. Wer experimentell sein will, die wöchentlichen Releases funktionieren in der Regel hervorragend. Wer es wirklich stabil in Produktionsbetrieb gehen möchte, bitte die LTS-Releases nehmen. Es gibt öffentliche Statistiken zur Software und Plugins und allem drum und dran. Die wichtigsten Zahlen sind vielleicht, es gibt über 78.000 registrierte Installationen von Jenkins weltweit, und die Plugin-Zahl, die muss man wirklich jedes Monat aktualisieren, mittlerweile sind es über 900 Plugins. Und diese Plugins machen sehr, sehr viel von Jenkins aus. Es gibt ja auch viele andere Continuous Integration Server, aber der Vorteil von Jenkins aus meiner Sicht ist, es gibt für ganz viele Anwendungsfälle bereits existierende Plugins, die man verwenden kann, egal in welche Richtung das eigentlich geht. Git ist gar nicht Teil des Cores von Jenkins, sondern es ist ein Plugin. Das gilt für andere Versionskontrollsysteme, Notification-Mechanismen mit ganz verschiedenen. Das ist wirklich eine starke Community. Das Schwierigste da ist eigentlich herauszufinden, welches Plugin ist das Beste für den jeweiligen Anwendungsfall. Und die Community ist super. Also es gibt, nachdem Jenkins der stärkste Open Source Server im Continuous Integration Umfeld ist, hat sich da eine sehr große Community gebildet. Das heißt, man bekommt relativ viel Feedback, man bekommt relativ viel Literatur dazu. Also es gibt auch ein freihändiges Buch zum Server. Und die erste Frage, wenn jemand so mit Jenkins anfängt, ist ja, aber das ist jetzt Java. Ja, RAM schadet nicht, schnelle Disk schaden nicht. Es ist aber, man muss keine Zeile Java-Code angreifen, um Jenkins zu verwenden, und es ist auch nicht
auf Java-Projekte reduziert. Das heißt, man kann das wirklich für jede Art von Sprache verwenden. Java ist natürlich hervorragend supported, gerade weil aus dem QA-Bereich bei Java sich sehr viel getan hat, aber ihr könnt das wirklich für, egal ob für Ruby, Perl, Python, C++, C, was auch immer, für alles kann man Jenkins heranziehen. Es ist nichts anderes als eine Art Cronjob auf Steroiden. Also im Endeffekt habt ihr eine Möglichkeit, dass ihr einen Shell-Befehl reinschreibt, einen Shell-Script reinschreibt und das wird ausgeführt. So quasi, und da habt ihr ein Frontend und eine Umgebung dazu. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie kann man das Ganze für die Debian-Paketierung verwenden. Eine Frage einmal in die Runde, wer von euch hat mit Debian-Paketierung schon einmal was zu tun gehabt? Gut, die Hälfte. Wer von euch hat es gut gefunden? Zwei Hände. Okay. Also das Problem von Debian-Paketierung sind vorwiegend die Tools, weil es extrem viele davon gibt. Also wir fangen an mit klassischen Webhelper, das war die Oldschool, zu CDBS und jetzt das neue Webhelper. Das schauen wir uns nachher kurz an. Kurzfassung, neues Webhelper nehmen. Das behebt die gröbsten Kopfschmerzen. Es gibt dann, je nachdem, was man noch machen möchte, ein neues Projekt annehmen, ist BHMake oder ein Perl-Paket, ein vorhandenes Perl-Modul von CPAN paketieren, dafür gibt es DHMake Perl, das gleiche gibt es für DHMake BRB, es gibt ein Gem2Dev, dann wird mein RubyGem paketiert. Also es gibt sehr viele Helper-Tools, die sehr praktisch sind, die sind jetzt aber gar nicht so wichtig. Es gibt dann noch in die andere Richtung von jemandem, der die Debian-Policy leidenschaftlich hasst, FPM-Tool, kennt das jemand? Dafür passt nicht an Debian-Policy. Ja, er hasst jede Policy, okay, stimmt. Also das macht nichts anderes, als es nimmt zum Beispiel ein Verzeichnis her und kann daraus einen DEP, ein RPM für verschiedene Distributionen, für verschiedene Betriebssysteme Packages bundeln. Das Problem dabei ist jetzt aber, warum ich das erwähne, ist, wir kennen die Umgebung, in der das gebaut wird, nicht. Das heißt, wir wissen nicht, welche Build Dependencies sind auf dem System, welche Dateien liegen auf dem System, wo die Software gebaut wird. Das heißt, dort, wo gebaut wird, kann eine ganz andere Umgebung herrschen, als dort, wo wir es eigentlich ausliefern wollen. Und das ist genau das, was wir im Continuous Delivery Prozess ja vermeiden wollen. Wir möchten, dass die gleiche Umgebung am Anfang der Toolchain haben, genauso wie am Ende, wenn wir zu Kunden ausliefern. Wir möchten einfach wissen, was ist dort vorhanden. Das heißt, die sind sehr schwer reproduzierbar. Wenn wir jetzt noch Versionskontrolle, habe ich schon angesprochen, es gibt im CVS, SVN, Git Build Package zum Beispiel, das sind so Tools, die helfen, diesen Workflow, wenn man mal die Software im Git hat, daraus ein Debian-Paket herauszubekommen, nach einem definierten Workflow. Das ist Teil jetzt von dem, was wir uns anschauen werden. Und da gibt es eben ganz viele verschiedene Tools noch einmal, um Debian-Pakete sauber zu bauen. Das fängt an mit Kaubilder, geht über Bbilder, geht über Sbuild. Da gibt es ganz verschiedene Repository-Software wie Reprepro, Dark Freight. Das heißt, das Problem eigentlich bei Debian-Paketierung ist nicht, dass es keine Tools geben würde, sondern dass es sehr viele gibt, die immer unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Webhelper 7 ist jetzt das, wenn ihr noch kein Debian-Paket gebaut habt und eins bauen wollt, müsst ihr eigentlich nicht viel mehr machen als ein Debian-Rules anlegen, in dem diese drei Zeilen vorkommen. Ich möchte ein Make-File, ich habe ein generisches Target, das spricht auf alles an, das Prozentzeichen, Webhelper und mit dem Argument. Debhelper macht dann den ganzen Rest, also diese ewig lange Debian-Rules-Dateien, die ihr typischerweise kennt, die braucht man nicht. Und wenn man noch irgendwas überschreiben will, zum Beispiel dh-auto-build, ich möchte dort nicht make-build aufrufen, sondern make-work, macht man override, underscore, was man überschreiben möchte, fertig. Das ist eigentlich nicht mehr so richtig viel Kopfweh. Und es gibt sehr gute Dokumentation mittlerweile zum Debian-Paketbau, wer da einsteigen möchte. Also oben die zwei Zeilen sind für Generelles, also dass man ein bisschen Verständnis dafür kriegt, wie funktioniert ein Debian-Paket eigentlich, der Einstieg. Und zu dem Git-Workflow, der jetzt Teil von dem, was wir uns anschauen werden wird, sind diese zwei Tools besonders hilfreich. Wer ein Debian-System schon am Laufen hat, der kann apt-get-install-packaging-Tutorial machen, da bekommt er das lokal auf der Festplatte. Das ist wirklich eine gute Anleitung, wo sehr viele Details drin stehen, ohne zu detailliert zu werden. Das heißt, das ist ein guter Einstieg, ich kann da jetzt in den 45 Minuten definitiv nicht auf die Details der Debian-Paketierung eingehen. Aber ein Debian-Paket bitte ist heute nicht mehr so verrucht oder hat einen so schlechten Ruf, wie es vielleicht vor 5 Jahren noch war. Da hat sich sehr viel getan in dem Umfeld, dass das möglichst einfach und möglichst sauber wird. Jenkins Debian View ist jetzt mein Projekt, das versucht, Jenkins und Debian-Paketierung zu vereinen. Und zwar, wir möchten Debian und Ubuntu-Pakete im Eigenbau haben, das heißt unabhängig von externer Infrastruktur.
nutzen Jenkins als eine Art Frontend und als Bildumgebung, und das Ganze soll auch für Nicht-Debian-Entwickler benutzbar sein. Das heißt, die Anforderung ist, ich möchte gar nicht erwarten, dass derjenige, der das verwendet, extrem viel Detailwissen hat, sondern eigentlich soll sich der auf seine Software konzentrieren können und möchte daraus Debian-Pakete für andere Leute und für sich selbst erstellen. Das Ganze ist Open Source, ebenfalls unter der MIT-Lizenz, und aktuell gibt es 26 Contributor bei dem Projekt. Wir unterstützen Subversion und Git out of the box, das heißt, da muss man gar nicht großartig was herumbasteln, sondern das funktioniert so. Das ist vorwiegend in Shell. Es gibt dann je nach Einsatz, man kann das für Perl, Ruby, Python ein bisschen anpassen, gibt es noch eigene Skripte. Das Ganze ist extrem leicht anpassbar und deswegen ist es auch in Shell gemacht. Das ist sehr viel mit Umgebungsvariablen, weil das Problem ist, gerade wenn man dann in größere Setups hineinkommt, muss man relativ flexibel werden. Und da möchte man dann nicht das Skript komplett umschreiben, sondern eigentlich möchte man das offizielle Skript verwenden und dann nur ein paar Parameter steuern. Genau das macht das. Das ist keine Angst, das ist kein komplexes Projekt, sondern das ist im Endeffekt ein gewisser Workflow, der automatisiert wird. So, wo ist das im Praxiseinsatz? Also im Grimmel-Projekt machen wir das offiziell. Da hosten wir auch die Package von Debian, Phi, Full Automated Installation, und die Ring-Init-Rammer-Festools, das heißt, die nutzen unser Setup mit. Postgres baut die offiziellen Debian-Pakete, die sie upstream zur Verfügung stellen, damit Singer, die Monitoring-Software, LLVM macht von ihrem Compiler tägliche Builds, und Wikimedia-Projekt ist auch ein relativ spannender Einsatz, die haben das im Operations-Bereich durchgängig im Einsatz. Und es gibt natürlich viele weitere, manche, die ich gar nicht nennen darf. Das heißt, wir haben ungefähr einen Überblick, was die Anforderungen in der Praxis sind. Das heißt, wir haben nicht ein Projekt hingestellt und verwenden jetzt das bitte, sondern das Projekt kommt aus der Praxis, was brauchen die Leute, und die haben halt contributed. Wenn man dieses Jenkins-Debian-Loop aufsetzt, also wer Jenkins kennt, wird das Webinterface wiedererkennen, und wir kriegen dann drei Jenkins-Jobs zur Verfügung gestellt. Die drei Jenkins-Jobs, die möchten wir uns jetzt im Detail anschauen. Also wir haben einen Source-Job, wir haben einen Binaries-Job und einen Pupart-Job. Was machen die? Der Ansatz ist, wie eure Software heißt, das ist jetzt dieses Dollar-Projekt, wird jetzt unterteilt in drei Standardschritte. Der erste ist dieses Source. Die werden Source-Paket erstellen. Wir möchten ein Source-Paket erstellen, in dem sind die originalen Sourcen von eurer Software drinnen. Warum brauchen wir die? Wir brauchen die, damit wir die kontrolliert auf vielleicht mehreren Architekturen, auf mehreren Distributionen dann weiterbauen. Da drinnen ist jetzt eben dieser Tarball von Upstream, das könnte jetzt ihr sein oder jemand anderer. Die Debian-Änderungen, das heißt, wenn ihr nicht Upstream seid, habt ihr da vielleicht das Debian-Verzeichnis drinnen, und wir kriegen eine Kontrolldatei drinnen, wo eben drinnen steht, welche Build-Dependencies braucht unsere Software. Das kommt aber alles aus dem Debian-Paket schon heraus. Das Wichtige ist, eben Jenkins Debian Tool stellt da Generate Git Snapshot und Generate SVN Snapshot zur Verfügung. Das erstellt so einen Debian Source Tarball von eurem Debian-Projekt quasi, von eurer Debian-Paketierung. Und das brauchen wir nur einmal in der Regel. Das heißt, das bauen wir genau einmal auf dem System, und wenn wir das dann für mehrere Architekturen bauen möchten, verwenden wir immer das gleiche Paket, dieses Debian Source Paket. Jetzt haben wir das Binaries, den Binaries-Job. Der baut das richtige Binary-Paket, das heißt, da wird die Software kompiliert, da wird die Dokumentation gebaut, was auch immer ihr im Debian-Paket machen wollt. Das ist Teil dieses Binaries-Jobs. Und da gibt es das Skript Build and Provide Package, und das wird jetzt pro Architektur bzw. Distribution jeweils einmal gebaut. Das ist das, was wir dann eigentlich am Schluss über AppGet zum Beispiel installieren möchten. So, was steckt jetzt darunter, wenn wir dieses Binary Package bauen? Da haben wir Cow-Builder. Cow-Builder, also dieser What the fuck-Satz vielleicht, B-Builder, ähnliches Interface, das auf Cowdancer aufsetzt. Wer weiß, was das bedeutet? Ja, genau. Also, vergesst es einfach. Ihr braucht sich darum nicht kümmern. Jenkins Debian nimmt euch genau das ab. Das heißt, es wird das komplette Cow-Builder-Setup wird zu 100% vorbereitet von Jenkins Debian und wiederverwendet. Das heißt, ihr müsst nicht wissen, was Cow-Dancer macht, ihr müsst nicht wissen, was P-Builder macht, und ihr müsst auch nicht wissen, was Cow-Dancer, P-Builder und Cow-Builder machen. Sondern Jenkins Debian abstrahiert das für euch weg. Wenn ihr von der Folie was mitnehmen wollt, dann einfach nur das, Jenkins Debian automatisiert genau diesen komplexen Prozess oder vielleicht diesen am Anfang noch undurchsichtigen Prozess für euch weg. Das Pupart ist allerdings interessant. Und zwar, was das macht, ist, das installiert ein Debian-Paket,
Das upgradetes WLAN-Paket und das entfernt es auch wieder. Warum ist das wichtig? Die typischen Tests, die die Paketbetreuer machen, ist, kann ich das Paket installieren und verwenden? Was aber viel wichtiger ist, meistens gibt es schon eine Version von dem Paket draußen bei einem Anwender, jetzt gibt es eine neue Version und jetzt möchte ich wissen, kann ich das Paket überhaupt aktualisieren auf die neue Version? Und was ist, wenn ich die Software wieder entferne? Weil da kann sein, dass irgendein Skript auf irgendeine Datei zugreift, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Das alles automatisiert BuParts weg. BuParts ist eine Software unabhängig von Jenkins Debian Glue und Jenkins Debian Glue bietet diese Integration mit BuParts. Das heißt, ihr kriegt das automatisch mit, dass diese ganzen automatisierten Schritte, die man mit einem Paket machen kann, wirklich automatisiert bekommt. Sie müssen das nicht manuell machen. So, jetzt haben wir noch das Repository. Wie kriegen wir unser Debian-Paket, das wir jetzt gebaut haben, eigentlich an unseren User raus? Und wir setzen auf Reprepo und Fright. Das eine ist ein sehr Debian, also Reprepo ist sehr Debian-spezifisch und sehr nah an Debian-Policies. Fright ist so in Shell-Script geschrieben, ein möglichst simples Archivtool. Und das Wichtige ist, Teil dieses Prozesses, also wie bekommen wir diese Software in ein Repository, ist standardmäßig in diesem Binaries-Job schon dabei. Das heißt, ihr müsst da gar nicht viel was machen. Ich sage es nur dazu, wenn das jemand speziell handhaben möchte, das kann man auslagern über Build-Only und Provide-Only, das ist alles dokumentiert, also bitte nicht merken oder aufschreiben jetzt. Das Wichtige ist nur, auch dieser Schritt wird automatisiert für euch. Das heißt, die Software wird am Schluss in ein Repository geladen, wo ihr dann selbst wieder apt-get-install von diesem Repository machen könnt. So. Und im Abstract habe ich beworben, wir schauen uns an, wie diese Qualitätssicherung in Debian Paketbau funktionieren kann. Das erste wichtige Tool ist Lintjan. Wer kennt Lintjan? Weniger. Okay. Also Lintjan ist ein Tool, das offiziell in Debian gepflegt wird, um die Debian Policy nachzuvollziehen. Das heißt, erfüllt ein Debian Paket die Qualitätsstandards, die Debian vorschreibt. Und das Schöne ist, dass das Tool kann man auch komplett unabhängig von Debian verwenden. Das heißt, wenn man die eigenen Pakete baut, kann man Lintjan verwenden und sieht, schaut das Paket eigentlich so aus, wie es ausschauen sollte. Es kann natürlich nicht alles umfassen, aber gerade die schlimmsten Fehler, die man begehen kann, die erfasst es extrem gut. Und das Gute an Lintjan ist auch, dass auch wenn man offizieller Debian-Entwickler ist, verwendet man Lintjan. Also man ist da nicht, dass es eine Software die gibt, damit man Debian-Pakete bauen kann, sondern die wird auch von Debian aktiv verwendet. BuParts haben wir schon erwähnt, also für diese Installation, Upgrade, Removal-Tests. Und Auto-Package-Test ist noch relativ neu. Da ist die Idee, dass Teil eines Debian-Pakets gewisse Tests sind, die man durchführt. Das schauen wir uns später noch im Detail an. Und natürlich kann man auch verschiedene Code-Policies jetzt im Paketbau durchführen. Dass man sagt, man führt Perl-Critics aus auf Perl-Code, man führt Check-Beschissen auf Shell-Code aus, PEP 8 auf Python-Code etc. Das heißt, das Wichtige ist, alle Tools, die ihr jetzt schon verwendet, könnt ihr natürlich auch als Teil dieses Prozesses integrieren. Und das Resultat lassen wir sich in Jenkins anzeigen. Aber Jenkins kann es natürlich auswerten und sagen, wenn Fehler vorhanden sind in den durchgelaufenen Tests, setzt den Bildstatus auf Fehler, also rot, informiert dann den dementsprechenden Entwickler. Lintjan schaut eben zum Beispiel so aus: Wir haben ein Paket, das sagt Version Substitution Variable for External Package Foobar auf ein anderes Paket. Das heißt, das ist sowas, das ist jetzt im Detail sehr undurchsichtig, da gibt es aber natürlich mehr Hilfe, was sagt das eigentlich aus? Und das ist ein Fehler, den findet man, wenn man das Paket bei sich lokal installiert, nicht schnell heraus, weil meistens hat man die externe Dependency auf irgendein Paket schon installiert. Oder das Init-Skript wird direkt aufgerufen und nicht über ein Maintainer-Skript. Das ist jetzt sehr Debian-spezifisch für die Leute, die jetzt mit Debian nicht so viel Erfahrung haben. Das sind aber Fehler, die gerade am Anfang vom Debian-Paketbau eben häufig passieren und wo man dann im Praxisbetrieb in Probleme reinläuft. Auto-Package ist ein vollständiges Beispiel. Ich habe da eine Bytebibliothek foobar und alles, was ich ausliefern muss, um zu testen, ob ich diese Bytebibliothek einfach importieren kann, ist ein Debian-Tests-Verzeichnis ausliefern mit einer Datei Control. Da drinnen steht Tests, ich möchte Run-Tests ausführen. Das ist die Datei, die da unten steht. Dependence, Python foobar. Also das eigene Paket muss installiert sein, damit ich mich selbst testen kann. Das war's schon. Und dann habe ich drinnen ein Shell-Script, wo ich nichts anderes mache, als ich möchte die installierte Bytebibliothek importieren. Wenn das funktioniert hat, hat der Test
Exit-Code 0. Wenn es nicht funktioniert hat, kriege ich einen Fehler. Damit kann ich schon die gröbsten Probleme, die ich in einer Software habe, einfach vermeiden, bevor ich überhaupt das Debian-Paket installieren muss und schaue, funktioniert das. Und das ist automatisch Teil der Jenkins Debian Loop Pipeline. Das heißt, wenn ihr Jenkins Debian Loop verwendet, kriegt ihr sowas automatisch mit. Das ist Teil von diesem ganz normalen Bauvorgang. So, das war jetzt viele Details auf einmal. Jetzt schauen wir uns an, wie man das eigentlich integrieren wollte. Wir haben den Entwickler, der macht den Git Push. Aus der Versionskontrolle haut er seine Änderungen raus. Das Ganze geht jetzt vielleicht in einen Unit-Test-Job, das heißt, wir fahren jetzt irgendwelche Code-Tests durch. Funktionieren die Funktionen so, wie Sie sich das vorstellen? Wir fahren in den sogenannten Source-Job rein, den wir schon erwähnt haben von Jenkins Debian Loop. Wir fahren in einen Binaries-Job rein, das heißt, wir erstellen diese Debian-Binary-Pakete zum Installieren, lassen View-Parts drüber laufen, funktioniert die Installation vom Paket, funktioniert das Upgrade vom Paket, also von der letzten verfügbaren Version zur aktuellen Version, funktioniert die Deinstallation, installieren das Ganze dann, wenn es funktioniert hat, in einer Repository und dann können wir das Ganze installieren. Das ist genau der Workflow, den wir im Continuous Delivery Umfeld im Debian-Paketbau haben wollen. Natürlich, da kann man jetzt noch statische Code-Analyse dazuschalten, automatische Web-Tests dazuschalten, Performance-Tests, was auch immer man braucht. Das ist jetzt projektabhängig. Aber eben, LinkedIn ist automatisch integriert, Auto-Package-Tests sind automatisch integriert, Pupats-Tests sind automatisch integriert. Das heißt, da muss gar nicht extra Handarbeit gemacht werden bei irgendeiner Software, sondern das wird automatisch mitgegeben. So, das klingt jetzt alles mörderkomplex, wie kriege ich Jenkins Debian Loop installiert? Es gibt eine vollautomatische Installation davon, die macht nichts anderes als Puppet-Code zu liefern, der das Ganze umsetzt. Man kriegt genau diese drei Beispieljobs, die wir vorher gesehen haben, diesen Source, diesen Binaries und der Pupats-Jobs, automatisch konfiguriert. Man kriegt Jenkins installiert. Das Ganze kann man natürlich auch manuell machen, also wer sagt, ich möchte jetzt dem Skript nicht vertrauen oder dem Puppet-Code nicht vertrauen, das Ganze geht natürlich auch automatisch manuell. Das Wichtige ist nur, wer sich das anschauen will, das ist in unter 15 Minuten installiert. Das Ganze funktioniert auch auf EC2, also wer einen Amazon-Account hat, das ist dort in unter 15 Minuten in einer Demo installiert und dann kann man sich das Ganze fürs eigene Projekt einfach mal anschauen. So, EC2 Autoscaling, wer sitzt wegen dem herin? Wer hat schon mal EC2 Autoscaling gemacht? Nein. Okay. Die Idee von EC2 Autoscaling, also sagt irgendjemand EC2 nichts, ne, damit man da. Okay. Also EC2 ist die Amazon Cloud. Da kriegt man Instanzen on demand. Also ich möchte jetzt eine neue virtuelle Maschine haben, dann fährt die quasi in wenigen Sekunden bzw. Minuten für mich hoch. Und wenn ich die Maschine nicht brauche, sage ich einfach Stopp oder Terminate und die Maschine ist wieder weg. Das heißt, ich habe keinen Rechner, der 24/7 läuft, sondern ich kann Instanzen on demand einfach ordern. So, das ist jetzt die Idee für EC2 Autoscaling. Ich habe da einen Jenkins Master, also diesen Hauptserver von Jenkins, den lasse ich 24/7 laufen. Der rennt einfach rund um die Uhr, der kann bei mir zum Beispiel laufen. Wenn ich jetzt aber etwas bauen möchte, meine Software bauen möchte, und das ist aufwendig, oder das Debian-Paket bauen, und das ist aufwendig, weil es kompiliert, viel Disk-IO, dann möchte ich da möglichst starke Nodes dafür verwenden. Das heißt, möglichst viel Power. Aber die viele Power, die möchte ich nicht ungenutzt herumeilen lassen, wenn ich es dann nicht brauche. Und da kann dieses Autoscaling helfen. Das heißt, starke Maschinen, die ich brauche, die schalte ich jetzt on demand dazu. Das heißt, in dem Moment, in dem jetzt gebaut wird, fahre ich eine Maschine hoch, lasse es bauen und fahre sie danach wieder runter. Ich sage natürlich dazu, es ist nicht für jeden Einsatzzweck der richtige Weg, kann aber gerade für Startups oder für Projekte, die nicht viel Rechenzeit zur Verfügung haben, genau passen. So schaut es dann aus, das heißt, man hat eine Jenkins mit Nodes, die dann mit der Instance-ID noch einmal klassifiziert sind. Das heißt, in dem Fall hat man 2, 4, 6, 7 Nodes laufen, die von EC2 automatisch gestartet werden. Das heißt, die Slaves werden on demand zugeschaltet. Die Konfiguration ist relativ trivial. Also sage ich gleich dazu, das klingt jetzt alles so sophisticated. Eigentlich alles, was man braucht, ist im Jenkins eine Konfiguration von, wie ist der Basisname von meinen Slaves, welche AMI verwende ich. Also das ist so, wer jetzt EC2 gar nicht kennt, der wird sich da jetzt schwer tun, aber das ist so das Basis-Image, das ich dafür verwenden möchte. Dann noch, wie groß soll der Server sein, wie stark und vielleicht ein Skript, das ich durchlaufen lassen möchte. Dann. Das war es dann eigentlich schon. Und das Schöne ist jetzt, da gibt es das Projekt Camaio Dev Jenkins
für dessen Infrastruktur ich zuständig war und bin. Und dieses Projekt macht das Ganze um 100% Open Source. Das heißt, das komplette Setup steht zu 100% auf GitHub. Man kann sich das im Einbau nachbauen. Und das ist relativ kompliziert. Und zwar, wir haben Kamaio, es ist ein Open Source SIP Server. Und das bisherige Setup hat genau solche klassischen Probleme gehabt. Da hat ein Entwickler halt Change-Routes gebaut, die immer wieder verwendet. Da kann natürlich Software installiert sein, die gibt es offiziell in Debian gar nicht mehr. Die wird dann als Build-Dependency verwendet. Das ist nicht reproduzierbar. Wenn das Setup verschwindet, kann man das wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr nachbauen. Und das ist jetzt ein von einer Firma gesponsertes Setup, wo wir aus dem Firmenumfeld, wo wir diese Praxiserfahrung haben, das Ganze jetzt noch einmal für das Projekt gemacht haben. Das Ganze gibt es auf GitHub Open Source gestellt und da ist Deployment dabei, Konfiguration dabei, das heißt die ganze Anleitung dabei, wie komme ich zu so einem Setup, die ganzen Konfigurationsdateien liegen dort drinnen, also für Jenkins, für Nginx, also für einen Server. Für Jenkins DBNU, für Jenkins Jobbuilder und da gibt es jetzt automatisch gebaute Pakete für ein relativ umfangreiches Paket eigentlich, nämlich Lenny, Squeeze, Weezy und Jesse und für Ubuntu, Lucid und Precise. Und das Ganze für zwei Architekturen jeweils, also AMD 64 und IRA 86. Das heißt, wer so ein extrem umfassendes Projekt sich selbst installieren möchte, kann das einfach anhand von diesem Kamaio Lab Jenkins sich selbst nachbauen. Das klingt jetzt alles sehr groß, sehr umfassend, sehr kompliziert. Das Ganze ist aber wirklich dokumentiert und wenn man da mal reingeschnuppert hat, das ist es auch nachvollziehbar. Also das, wer mit dem Paket hier noch gar nichts zu tun hat, soll vielleicht wieder mit dem Paket einmal zuerst starten und dann erst in die Richtung schnuppern. Aber wer schon einmal ein Paket gebaut hat, das ist kein Problem, sich das nachzubauen. Und da wird den EC2 Autoscaling verwendet. Da wird danach einmal von einem Jenkins Phone-Job in Anführungszeichen werden die Builds getriggert, das heißt, es wird geschaut, was ist von den Entwicklern hereingekommen und das dauert ungefähr 3 Stunden mit diesen starken Maschinen. Für alle Architekturen und unterstützten Distributionen werden die Pakete dann nur gebaut und die Nodes verschwinden dann wieder. Das heißt, die Kosten werden dann reduziert, indem man sagt, man zahlt nur für eine kleine Jenkins Master Instanz, die wirklich klein ist im Vergleich zu diesen Build Slaves, also die das bauen. Und die ganzen Bits, die sind aber starke Maschinen, die einfach dann verschwinden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. So, wer jetzt noch nicht komplett erschlagen ist. Best Practices aus der Erfahrung. Wenn ihr jetzt mit sowas loslegen wollt, fangt es mit Automatisieren dort an, was weh tut. Also nicht das, wo ihr glaubt, das geht am einfachsten, sondern das, was euch jetzt am meisten stört, weil dort sieht man dann auch die Resultate, da hat man konkret was davon, damit man es auch nutzt. Schnelle Hardware nutzen, Entwicklerzeit ist teuer, also zumindest gibt das in der Praxis. Also nicht an der Hardware sparen, weil der Entwickler, der dann dort sitzt und irgendwie auf dem Bild wartet, der kostet in der Regel wesentlich mehr als die schnellere Maschine auf die 4 Jahre Abschreibungszeit. Homogenität ist was Feines, das heißt nicht gleich vielleicht anfangen mit, ich möchte Pakete für Debian, für Red Hat, für Windows, für OS X, für Windows, sondern einmal homogen anfangen, ein möglichst überschaubares Set an Hardware, an Architektur, an Infrastruktur haben. Dashboards nutzen, Abstraktion, Datenabstraktion. Die ganzen Details von Jenkins sind für die meisten Leute relativ uninteressant. Das, was sie interessiert, ist das Resultat gut. Und das kann man einfach auf einem Dashboard zeigen, indem man zeigt, sind wir bei dem Projekt XY momentan gut? Ja, okay, fertig. Testumgebung und Test natürlich auch für so eine Infrastruktur schaffen. Das heißt, da ist wichtig, das Ganze nicht nur für den Produktionsbetrieb produktiv zu bringen, sondern das Ganze möchte man natürlich auch testen können. Sind Änderungen an einer Umgebung jetzt eigentlich auch in Ordnung? Das heißt, auch Wartungsfenster dafür planen. Wann kann ich denn meine Jenkins auch runterfahren, ohne dass alle Entwickler wegschreiben? Und einheitliche Zeitzone verwenden. Wenn alle Entwickler in Graz sitzen, ist das sehr praktisch, aber wie, es ist einer in Amerika dabei und der sieht die Timezone von Österreich und muss das jetzt umrechnen und in den Logs sind unterschiedliche Zeitzonen verwenden. Das heißt, einheitlich durchfahren und da geht es gleich weiter mit Jenkins. Der Jenkins Master soll als Kontrollinstanz dienen. Der ist wirklich ein reines Frontend für das, was drunter läuft. Alles, was an Bild wirklich läuft, das soll auf Slaves ausgelagert werden. Also wenn euch ein Jenkins Slave momentan nicht sagt, das ist wunderbar dokumentiert, wie komme ich in so ein Jenkins Master Slave,
Setup. Klassischer Anfängerfehler, das hat Old Builds nicht nutzen in Jenkins. Alte Builds gehen halt irgendwann weg, ansonsten muss der Jenkins über alle Dateien drüber rattern. Das dauert lang beim Starten, das dauert lang beim Bauen, das ist alles langsam und träge. Man will die Builds triggern und nicht wollen. Also eigentlich sollte der Jenkins nicht sagen, ich schaue alle 5 Minuten, gibt es was Neues vom Entwickler, gibt es was Neues vom Entwickler, und der Jenkins haltet sich selbst irgendwie am Laufen, sondern wenn der Entwickler was gemacht hat, dann kann man den Jenkins von extern triggern und sagen, mach jetzt was, weil es gibt etwas. Ganz wichtiges Setup. Und Jenkins-Jobs bitte nicht manuell erstellen. Das ist so am Anfang, das geht super, neuer Jenkins-Job für das, neuer Jenkins-Job für das. Alle verwenden unterschiedliche Namen, keiner weiß, wem gehört dieser Jenkins-Job überhaupt. 2 Stichworte: Jenkins-Job-Builder fürs Automatisieren von dieser Erstellung der Jobs. Und es gibt das SCM Sync Configuration Plugin, das macht jedes Mal, wenn jemand manuell was im Webinterface ändert, wird das committed in Versionskontrolle und der Username steht dabei. Das heißt, wer hat da herumgeklickt? Ganz wichtig. So, Third-Party-Dependencies vernichten. Das sind alles Beispiele von Problemen, die ich aus der Praxis kenne. GitHub war down, PyPy war down, RubyGems war down, cPAN Mirror ist down. Debian-Repository, Percona-Repository, Proxmox-Repository, Puppet Labs-Repository ist gerade in Wartung und das Paket, das ich jetzt gerade brauche zum Bauen meiner Software, ist nicht verfügbar. Das Wichtige ist, wenn man da mal produktiv gehen will und das Ganze auf seriöse Beine stellen will, möchte man einen lokalen Mirror von dem Ganzen haben, damit man das nicht studieren kann. So, Speeder, wenn wir jetzt das Ganze noch ein bisschen schneller kriegen wollen, das Setup. TempFS, also das Bauen im RAM, damit man gar nicht erst auf die Platte rausschreibt, sondern das Ganze wirklich im Speicher halten. Das heißt, dort wird die Software gebaut, wir brauchen keine Disk-Ero, die aufwendig ist. Wenn wir doch auf die Disk schreiben wollen, gibt es Eat My Data, das verhindert diese oft auftretenden Sync, die dann produziert werden von der Software, schreibt das um. Und natürlich der lokale Package-Mirror, den wir jetzt schon angesprochen haben, der macht natürlich auch einen Speed-Up beim Bauen, wo wir nicht die Pakete vielleicht aus Amerika erst runterladen müssen, sondern lokal beim System, das wir installiert haben. So, EC2, wer sich damit spielen will, ganz wichtig, NTP nutzen, das gilt natürlich generell für die Infrastruktur, dort ist es noch wichtiger, weil dort weichen die Zeiten ganz schnell voneinander ab, das heißt, wir möchten eine synchrone Systemzeit haben bei den Systemen. Dedizierte Security Groups verwenden, das ist ein klassischer Anfängerfehler, dass man sagt, ja, ich nehme die ich sowieso schon für die Firma habe oder für meine Umgebung und dann möchte irgendein Entwickler Zugriff haben und auf einmal hätte er auch Zugriff auf meine anderen Ressourcen. Es gibt das AWS Identity und Access Management, dort kann man extrem komplizierte Policies definieren, wer darf was. Das Ganze bitte auch für so ein Setup nutzen, da kann man ganz leicht anfangen und on-demand das Ganze erweitern, also da muss man nicht das Setup wegwerfen und neu machen, sondern es geht, wenn man eine Änderung machen möchte, kann man das on the fly machen. Termination Protection, sehr praktisch, da kann man verhindern, dass man im Webinterface versehentlich eine Node runterfährt. Das gleiche kann man natürlich auch für Jenkins Slave verwenden, dass man sagt, wenn der jetzt die Software baut und ich habe ein Problem, wäre es uncool, wenn der den dann stoppen würde, wenn ich das Problem debugge. Termination Protection aktivieren und der Node wird nicht mehr runtergefahren, weil dann muss er spezielle Rechte in der API haben, dass er dann überhaupt runterfahren kann. Da kann man sich dann Probleme, wenn man irgendwelche reinläuft, wunderbar anschauen. Und wenn wir jetzt so ein Jenkins Debugger dann machen, das dauert natürlich initial. Man möchte eine Crowdbuilder-Umgebung, das dauert ein paar Minuten. Da kann man Basic Images nutzen. Dort installiert man das einmal und generiert daraus eine EMI. Das klingt jetzt alles kompliziert, es geht im Webinterface, Rechtsklick, EMI erstellen und das verwendet man wieder als Basis für Jenkins. Also einfach nur merken, was auf der Folie steht, wenn ihr euch das anschaut. Und nicht vergessen, sowas auch zu aktualisieren, weil das ist ziemlich cool. Man fährt diese Slaves on Demand hoch, das kann man jetzt mehrere Jahre praktizieren, aber diese Slaves werden halt nie aktualisiert. Da wird nie ein neuer Kernel automatisch installiert, da wird der SSH-Server nie automatisch aktualisiert. Da ist es also kein Fehler, wenn man immer wieder mal dieses Slaves-Image aktualisiert und das Aktualisierte dann verwendet, damit man Security-Updates eingespielt hat. So, Anti-Patterns. Wenn ihr jetzt noch in die Firma geht und sagt, ich möchte sowas machen oder ich möchte das für mein Open-Source-Projekt einführen. Welche Fehler gibt es da? Wenn ihr manuell SSH verwendet, also SSH auf irgendeiner Maschine, damit ihr irgendwas debuggen könnt oder irgendwo was bauen könnt, das ist ein Anti-Pattern. Da gibt es Tools wie Fabric, M-Collective, damit man solche Sachen automatisiert. Das heißt, man möchte diese Information,
wie komme ich zu dem System, auch wieder einen Code abgebildet haben und nicht auf irgendeiner Entwicklermaschine mit irgendeinem SSH-Key, mit dem komme ich zu der einen Maschine, die eine Maschine kennt wiederum nur der andere Entwickler und dann wartet dann der dritte und der ist im Urlaub. Das heißt, das ist ein ganz schlechtes Pattern. Flaky Tests, also diese Tests, die einmal funktionieren, einmal nicht. Ganz schlecht, weil da vertraut niemand mehr diesen Tests. Das heißt, wenn ein Test die ganze Zeit hin und her wechselt oder immer wieder von der Test ist grün oder blau, also er ist okay, zu gelb oder rot, er ist nicht okay und es gibt keinen Unterschied im Code, es gibt keinen Unterschied in der Umgebung, schlecht. Klassische Sachen sind so wie SleepX, also auf meiner Hardware funktioniert das genau dann, wenn ich Sleep 5 mache. Dann gehe ich auf den nächsten Rechner, der ist langsamer, dort brauche ich dann ein Sleep 10. Ganz klassisch auch wieder wunderbar auf EC2. EC2 hat, manchmal hat man einen schnellen Rechner, also für die gleichen georderten Rechner gibt es verschiedene Geschwindigkeiten auch. Hat man einen schnellen, dann geht man auf einen langsamen, dort geht wieder nichts. Das heißt, man sollte wirklich diese Tests einmal, wenn man solche Tests hat, in die sollte man Vertrauen schenken. Ansonsten will niemand damit arbeiten. Und wenn ihr kein Konfigurationsmanagement habt, auch schlecht. Also Puppet, Chef, CF Engine, was auch immer, irgendwas wäre gut. Und die ganzen Setups, die ihr habt für Jenkins, was auch immer, fürs Bauen von Software, das Ganze soll automatisch herkommen und nicht von einem klassischen Turnschuh-Admin, weil alles, was manuell gemacht wird, ist fehleranfällig, meistens nicht ausreichend oder schlecht oder outdated dokumentiert. Das heißt, sowas möchte man alles automatisiert haben. Hardcodiert es, also zum Beispiel, auf meinem System funktioniert das, weil mein Host heißt so. Auf dem nächsten funktioniert es aber schon nicht mehr, weil der heißt anders oder der hat dann ein Leerzeichen vielleicht im Hostnamen drin. Das heißt, es muss möglichst konfigurierbar sein, alles, was ich habe an Code, an Konfiguration. Software wird mehrfach in der Deployment-Pipeline gebaut, das habe ich am Anfang schon einmal erwähnt. Also wir möchten etwas, was einmal gebaut ist, möchten wir durchreiten. Es soll immer das Gleiche verwendet werden. Wenn ich einen Test für die Installation mache, möchte ich wissen, funktioniert das, was ich am Anfang getestet habe, auch am Ende. Und Notification. Ist ganz wichtig, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, muss auch irgendjemand benachrichtigt werden. Ob das jetzt per Mail ist oder über eine Java-Nachricht oder über so eine Lampe, die es auch gibt für viele Firmen oder am Monitor blinkt, irgendwas, ganz egal. Das Wichtige ist, derjenige muss auch was mitkriegen davon, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Wer jetzt noch nachlesen will zu Continuous Delivery, tiefer reinsteigen, was es da alles gibt. Continuous Delivery von Jess Humble und David Farley ist ein wunderbares dickes Buch, das sich gut liest, ist glaube ich auch das einzige, was es in dem Umfeld momentan überhaupt gibt. Es umfasst jetzt alles von diesen Pipelines, was ich erwähnt habe, was jetzt in den 45 Minuten schon natürlich extrem umfangreich ist. Sehr schön zu lesen, erklärt die ganzen Patterns, die wichtig sind, was kann man alles verbessern. Und sage danke, gibt es noch Fragen? Bitte. Travis, wo unterscheidet sich Travis und Jenkins eigentlich? Also die Frage ist fürs Aufnehmen und wodurch unterscheidet sich Travis und Jenkins? Travis ist jetzt die Idee, dass du deine Software baust und weißt, hat das eigentlich so funktioniert. Bei Jenkins hast du die komplette Flexibilität, dass du sagst, du definierst die kompletten Umgebungen. Travis nimmt viel für die Arbeit für dich ab von Jenkins. Also du sagst, ich möchte für verschiedene Python-Versionen das Ganze bauen, ich möchte das Ganze jetzt, also für deinen Anwendungsfall vermutlich. Bei Jenkins hast du die Flexibilität, dass du die ganze Umgebung im Griff hast. Das heißt, du kannst so viele Jobs definieren, wie du möchtest. Du kannst definieren, welche Python-Version schaut wie aus. Also es ist ein komplettes Framework. Travis nimmt sehr viel Arbeit von dem für dich ab, ist aber viel reduzierter. Da fehlt die Integration von Unit-Tests zum Beispiel, da fehlt die Möglichkeit, dass du Daemon-Pakete so in Pipelines orientierst und Viewparts dazwischen schaltest und es dann weiterreichst. Also Travis CI ist eine reduzierte Form von Jenkins. Sagst du, dass Travis nur selbstständig existiert oder also, das ist auch noch? Ja, also Travis sehe ich eher so für die Leute, die keine Infrastruktur zur Verfügung haben, dass sie Tests machen können, Travis mitbenutzen, aber Jenkins geht viel weiter. Also Jenkins ist Travis on Jenkins Plus vielleicht oder so. Travis Plus ist Jenkins ein bisschen. Zum Beispiel. Genau. Also, genau.
Also Jenkins kannst du selbst bei dir in deiner eigenen Infrastruktur installieren, ohne dass irgendjemand externer Zugriff auf deinen Code zum Beispiel hätte. Also Jenkins braucht dann auch nicht die Slaves, also es geht auch, dass die genau. Also wenn ihr Jenkins DBMQ standardmäßig installiert, mit diesem automatischen Setup, habt ihr alles auf einer einzelnen Kiste, also auf einer VM zum Beispiel, ich empfehle auf eine VM zu gehen, egal wo das jetzt ist, ob das VirtualBox ist, lokal oder wie immer, habt ihr alles drauf auf dem einen Jenkins-System. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte skalieren von diesem einzelnen System auf mehrere, dann kann ich diese Slaves dediziert dazu schalten. Genau, aber Jenkins reicht auf einer einzelnen Maschine. Geht genauso. So, ihr könnt mir sonst dann noch abfangen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir sind am Ende der Zeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit.